Und herzlich willkommen und zurück zu Let's Test Browser Games. Heute am Start das Spiel O-Game. Die ganzen Games, die ich so kenne, in denen ich geübt bin, haben wir jetzt langsam durch. Da gibt es noch ein paar, aber die mache ich später erst, weil die alle in der gleichen Branche sind, sagen wir mal. Und darum werden jetzt die Let's Tests ein wenig spannender für mich auch, weil ich viel selbst nicht weiß. Und es werden wirklich Let's Tests, in denen wir das richtig testen. Ja. Gut, heute sind wir in O-Game. Das Spiel habe ich auch mal gespielt, das ist allerdings schon jetzt ein paar Jahre her. Gut, ich würde sagen, unsere allererste Aufgabe ist erstmal, wir nennen unseren Planeten um. Den Heimatplanet, das können wir nicht so stehen lassen. Jetzt muss ich mal kurz das Mikro verschieben hier, damit ich überhaupt an die Tastatur rankomme. Das ist unsere kleine Let's Play Welt. Ja, Let's Play Welt. Ich hoffe, das geht. Enthält ungenügend Zeichen. Ja, das war klar. Umbenennen. Gut, Mikro wieder ordentlich schieben. Heimatplaneten wurde umbenannt. Ja, genau. Okay. Und wir sehen hier, wir haben eine Nachricht. Dann gehen wir mal drauf und gucken mal. Wir testen einmal das Spiel jetzt durch und schauen dann mal, wie das Spiel so ist. Ich habe jetzt mir keine genaue Planung gemacht. Ich gehe einfach in alle Menüs mal rein und schaue, wie es hier umgeht. Okay, vom Flottenkommando haben wir eine neue Nachricht bekommen. Willkommen bei O-Game. Sei gegrüßt, Imperator Neverguest LP. Ich beglückwünsche dich zum Antritt deiner Regentschaft und werde dir bei den ersten Schritten behilflich sein. Links siehst du das Menü, mit dessen Hilfe du die Geschichte deines Sternsystems lenkst. Ich nehme an, der meint das hier. Die Übersicht kennst du ja bereits. Unsere Versorgung lässt dich die Bauwerke errichten, die du benötigst. Beginne am besten gleich damit, Minen zu bauen, um Rohstoffe zu fördern. Das kennen wir ja jetzt aus den meisten Browser-Games her, dass man erst Minen baut, um sich aufzubauen. Wie zum Beispiel in Stämme haben wir das auch schon gehabt. Vergiss nicht, dass auch Kraftwerke benötigt werden, um die Minen mit Energie zu versorgen. Also baue anschließend das Solarwerk aus. Ansonsten schau dich einfach um. Zweifellos wirst du dich rasch zurechtfinden. Das ist jetzt ein neues Aspekt, das werde ich euch gleich erklären. Weitere Hilfen, Tipps und Taktiken findest du hier. Da. Und jetzt klicken wir mal aufs Tutorial. Ach, okay, das ist ein externes Tutorial. Ich sehe, es passt auch gerade so auf meinen Aufnahmebildschirm, da habe ich ja Glück gehabt. Cool, da könnt ihr ja hier, also ich brauche das Tutorial jetzt nicht, ich kenne mich noch gut genug aus in dem Spiel, um zu wissen, wie es geht. Ich klicke es mal wieder weg. Da könnt ihr reingehen und euch mal umgucken. Und wir gehen jetzt hierher. In die Übersicht, am besten gleich erstmal. Gut, was kann ich denn erklären? Also, wir sehen hier in der Übersicht erstmal hier oben unseren Metallbestand. Wenn man draufklickt, also wenn man drauf drüber zieht, sieht man den Bestand, die Lagerkapazität und die Versteckkapazität. Das gibt es dann später noch, da kann man sich sicher irgendwo ein Versteck bauen, glaube ich. So war es zumindest. Hier haben wir dasselbe mit Kristall. Hier mit Deuterium. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, Deuterium gibt es wirklich. Und das müsste, glaube ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, das war nicht H2O, also wie Sauerstoff, sondern das ist, glaube ich, H3O, Deuterium. Also komprimierter Sauerstoff oder irgend sowas war das. Ich hab mich da mal informiert früher, weil ich mal, immer wenn ich Spiele gespielt habe, habe ich mal die Fremdnamen eingegeben, wie Deuterium, Promethium und so. Und meistens gab es diese Stoffe dann wirklich und habe mich dann über die Stoffe informiert. Deuterium war, glaube ich, H3O. Wenn es euch interessiert, guckt da mal nach und korrigiert mich. Ansonsten, lasst das so stehen. Dunkle Materie, das ist dann für den Antrieb der Schiffe sozusagen die Energie, die wir haben. Und die Energie hier, die ihr hier seht, das ist die Energie, die den Planeten versorgt und unsere Bauwerke am Laufen erhält. Hier kann man sich dann halt für, das ist alles Premium-Features hier. Die kann man sich kaufen, also wenn man Premium ist. Da sieht man dann hier die einzelnen Bonnies. Wenn ihr die Bonnies jetzt genau durchlesen wollt, wenn ich euch zu schnell drüber gehe, dann tut einfach anhalten im Video. Das geht ja alles auf YouTube. Okay, dann hier erstmal zur Planetenübersicht. Der Planet ist im Durchmesser 12,8 Kilometer.
Das ist etwa dreimal so klein wie, dreimal kleiner wie die Erde. Hier hinten sehen wir ja, sehen wir, wie viel Bauplatz wir schon verschwendet haben von den 188, die uns zur Verfügung stehen. Das heißt, man kann hier nicht unendlich bauen. Die Temperatur beträgt 30 bis 70 Grad. Also ich will mal wissen, wie die das auf dem Planeten überleben. Na gut, es geht bis 70 Grad, geht vielleicht gerade noch so. Aber da muss man sich wirklich richtig gut kühlen können. Da ist unsere Position im All. Hier sind unsere Punkte. Wir sind Platz der von das. Und unsere Ehrenpunkte. Ich habe keine Ahnung, was Ehrenpunkte sind. Ich nehme mal stark an, das ist, wenn man Krieg führt, die Punkte, die man dafür kriegt. Umsiedeln. Das lese ich mir jetzt nicht alles durch. Das könnt ihr euch mal durchlesen. Klickt einfach wieder auf Pause, wie immer. Aufgeben, umbenennen. Umbenennen können wir, haben wir gerade gemacht. Aufgeben können wir noch nicht, weil das unsere erste Kolonie ist. Steht hier unten. Gut, gehen wir wieder weg. Keine Gebäude zurzeit im Bau. Na, dann gehen wir mal in die Versorgung. Und hier sind die Gebäude, die wir bauen können. Da haben wir einmal, hier seht ihr das, was wo dieser grüne Pfeil ist, das können wir bauen zurzeit. Das bedeutet, wir haben nicht genug Ressourcen oder wir haben gerade keinen Platz, um es zu bauen. Oder wir haben gerade sonst was für Probleme. Das bedeutet, wir können es noch nicht machen. Das müssen wir erst erforschen. Hier unten, das ist neu oder zumindest kenne ich es nicht mehr, dass hier unten nochmal sachlich aufgeführt wird, was hier oben steht. Und dann werden wir jetzt einfach mal eine Metallmine bauen. So, kommen wir hierher. Metallmine zum Ausbau der Stufe 1. 60, 15. Hier steht die Zeit. Tech-Tree, keine Vorbedingungen. Ah, stimmt, das ist, wenn man jetzt zum Beispiel das hier hat, was man nicht anklicken kann, dann kann man hier aufs Tech-Tree draufklicken. Und dann sieht man hier, was man dafür erreichen muss. Das fand ich immer ziemlich geil aufgegliedert. Und, kann man ja mal gucken. Da brauchen wir hier den Deuterium-Synthetisierer und die Energietechnik. Der Deuterium-Synthetisierer ist das. Und die Energietechnik kriegen wir dann hier bei Forschung. Und ich würde sagen, dann klicken wir da einfach mal hier drauf auf Ausbauen und bleiben auch mal drauf. Und vertreiben uns jetzt mal kurz die Zeit. Oh, der ist grün. Mein letzter, den ich gerade hatte, um das Spiel nochmal kurz anzuspielen, der war braun. Und dann werdet ihr gleich sehen, dass das ziemlich schnell aktualisiert, das Spiel. Und ich werde jetzt einfach mal die 17 Sekunden hier abwarten und ja, mich in Geduld üben. Ich habe Geduld, ganz viel Geduld. Und fertig, da ist er mal. Und blub. Und da seht ihr schon, hier wird sich jetzt langsam die Map aufbauen. Das ist so ein kleines Grafikfeature. Ich glaube, das nie ausmachen. Kann man das ausmachen? Nee, kann man gar nicht ausmachen. Versorgungseinstellungen. Ach ja, genau. Nein, nein, das wollte ich jetzt nicht. Ah. Hier sieht man jetzt, wenn man jetzt die einzelnen Dinge baut auf dem Planeten. Das kann man auf dem Planeten draufbauen. Kann ich mal gleich sagen. Also die da ist für Metall, für Kristall, für Deuterium. Und das da liefert Strom im mittleren Maße. Das da liefert richtig heftig Strom, das kann man sich ungefähr so vorstellen wie ein Atomkraftwerk. Bloß halt beim Atomkraftwerk werden ja die Atomkerne gespalten. In diesem Spiel ist das das Fusionskraftwerk hier und das Fusionskraftwerk, da gibt es glaube ich auch einen netten Text zu dem Ding. Das Fusionskraftwerk tut halt die Dinger nicht spalten, sondern zusammenziehen und dadurch soll halt viel mehr Energie entstehen. Und die Solarsatelliten sind eigentlich ganz nützlich, wenn man die nehmen, glaube ich, überhaupt keinen Platz weg, liefern Energie und sind sehr kostengünstig, können allerdings auch schnell zerstört werden vom Feinden. Das hier ist ja ein Überlebensspiel, also man kann ja auch ausgelöscht werden. Hier steht unser Gesamteinkommen, was wir kriegen, was wir pro Tag kriegen, was wir pro Woche kriegen. Und wir sehen gerade, wir kriegen Probleme, weil wir haben keinen Strom. Unsere Kapazität wird vermindert, nehme ich mal stark an. 30. Dann bauen wir erstmal schnell ein Solarkraftwerk und bauen es aus. Blub, das dauert jetzt 43 Sekunden. Ich werde jetzt mal die ersten vier hier warten, weil damit ihr hier seht, wie das so ist. Und deswegen üben wir uns jetzt eventuell wieder in Geduld. Oder ne, wir können ja mal hier durchgucken. Das Fusionskraftwerk, der Solarsatellit, habe ich erklärt, Metallspeicher. Ja genau, hier kann man halt, hier ist es nicht so, dass man den Speicher für alles gleichzeitig erhöhen kann, sondern man muss jeden Speicher einzeln erhöhen.
Genau, und ihr seht es ja auch, die Bauliste ist voll, deswegen können wir das auch nicht mehr anklicken. Was haben wir hier noch? Abgeschirmtes. Ah, okay, das sind die Verstecke. Vorbedingungen nicht erfüllt. Können wir ja gucken, was das für Bedingungen braucht. Ah, ne, ne, ne. Wir gehen zurück. Wir gehen zurück. Weil 4, 3, 2, 1, fertig und Aktualisierung. Ich werde die bauen jetzt hier hinten irgendwo. Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Ja, naja, fast knapp verschätzt. Und ihr seht schon, das sieht alles sehr futuristisch aus. Ist halt ein futuristisch aufgebautes Spiel. Und wir sehen, wir haben 11 Energie. 22 bekommen wir, 11 sind weg. Und ich nehme mal stark an, dass da auch 11 verbrauchen. Das würde zumindest Sinn ergeben. Und dann bauen wir die Kristallmine auch mal aus. Und wer wüsste denn nicht, wo die Kristallmine hinkommt? Ich nehme stark an zu diesen riesigen Ansammlungen an Kristallen hier unten. Oder irgendwo in der Luft schwebend halt. Das war ein Scherz, also nicht das jetzt. Man kann ja auch übrigens den, was man kriegt. Guckt hier, sehen wir hier, weil wir minus 11 haben, haben wir nicht die volle Produktion gekriegt. Wir kriegen jetzt 33 statt 30. Wir könnten das aber jetzt auch runterschrauben, sagen wir mal, wir haben jetzt zu wenig Energie für alles Mögliche, wenn wir dann später mal soweit sind. Dann könnten wir das runterschrauben, je nachdem, wo wir es wollen. Ah, genau, hier ist das Ding. Und dann bauen wir jetzt noch den Deuterium-Synthetisierer. Der wird im Meer gebaut. Genau, Deuterium-Synthetisierer entzieht dem Wasser eines Planeten den geringen Deuterium-Anteil. Ausbauen. Und da kann man das halt hier einstellen. Sagen wir mal jetzt, uns fehlen 5% Energie. Fehlen uns jetzt nicht, aber dann gehe ich, sag mal, hier auf 80% runter. Dann berechne ich neu. Dafür, seht ihr, jetzt haben wir wieder 2 Energie. Dafür kriegen wir nicht mehr ganz so viel. Machen wir wieder weg. Weil das ist ja Schwachsinn. Wir haben ja genug Energie. Aber 1 Minute 40 warte ich jetzt hier nicht. Was haben wir denn hier noch? Hier wird es nochmal angezeigt. Kosten 750 D-Mark oder was? Bin ich mir gerade nicht sicher, was DM heißen soll. Ich bin auch relativ igge. Ich möchte jetzt aber auch noch nicht in ein neues Ding reingehen. Was haben wir denn hier noch? Hier irgendwas, was wir zeigen können? Ah, hier oben wird es auch nochmal angezeigt, okay. Lockout, der Chat. Der Chat, das wollte ich nicht. Okay. Support, Einstellungen, Suche, Highscore, Notizen. In Highscore müssen wir, glaube ich, nicht reingehen. Das ist jetzt. Ich kann mal kurz reingucken. Wir haben jetzt die Zeit, dann gucken wir jetzt mal in Highscore rein, dann müssen wir später nicht machen. Ah, cool, es wird hier richtig runtergezoomt. Und wo sind wir? Hallo? Wo sind wir? Keine Ahnung. Ach, da sind wir. Okay. Okay. Dann gehen wir jetzt mal schnell zur Versorgung zurück, denn es ist gleich fertig. Na gut, 26 Sekunden. Das heißt, wir sind schon wieder 400 Punkte aufgekommen, indem wir nur erstmal die Grundversorgung aufgebaut haben. Und wenn wir das hier gebaut haben, kommen wir gleich nochmal, was weiß ich, wie viele Punkte auf. Ist eigentlich ganz nice. Also ich habe das Game früher gespielt. Ich hatte dann hier drüben 5 Welten, glaube ich. Und dann hatte ich irgendwann auf. Ich glaube, ich hatte 9 sogar. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, man kann nur 5 haben. War das 5? Ich bin mir jetzt. Ich habe mehrere gespielt. Ich habe O-Game gespielt, dann habe ich noch ein anderes gespielt. Da hat mir dann wirklich so ein ganz, die ganze Galaxie gehört. Da war ich richtig gut drin. Da war ich auch im besten Clan mit. Da bin ich jetzt aber nicht mehr sicher, wie das hieß. Na gut, auf jeden Fall haben wir hier den Deuterium-Synthetisierer geht's. Und wir bauen jetzt einfach hier nochmal eine Metallmine aus. Kann ja nicht schaden. Ausbauen, genau. So, dann gucken wir mal jetzt hier rüber. Jetzt brauchen wir ja nicht mehr gucken hier. Die Anlagen. Was haben wir denn hier? Bauliste ist voll. Moment, Moment, Moment. Nein, 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 nein. Abbrechen. Gehen wir mal auf Abbrechen. Nee, kann ich den irgendwie abbrechen? Abbrechen, okay. Ja, abbrechen, genau. Das hatte ich total vergessen, dass es ja hier auch in den Anlagen noch einen anderen Teil der Welt zu sehen gibt. Finde ich, das sieht sogar richtig schön aus. Nicht genug Ressourcen, die Roboterfabrik, die Raumschiffwerft, das Forschungslabor, das Allianzdepot. Das Raketensilo, die Nanitenfabrik und das Terraformen. Damit kann man den Planeten größer machen dann. Gucken wir mal kurz, was wir brauchen. Oh.
Oh. Gut, okay, gehen wir zurück. Da können wir doch noch die Mine hier ein bisschen ausbauen. Wenn ich diese ganzen Spiele immer so anspiele, habe ich immer richtig Lust, die Spiele wieder loszulegen. Aber ich mache es lieber nicht, weil sonst suchte ich die ganzen Games wieder und da habe ich echt keinen Bock drauf. Naja, okay. Gehen wir noch auf Anlagen zurück, ob wir was übersehen haben. Ja, hier sieht man dann hier unten das halt auch. Aber ansonsten scheint es hier nichts anderes zu geben. Dann gehen wir mal auf den Händler. Übrigens, alles, was gelb leuchtet, ist ein Premium Future. Hier haben wir den Rohstoffmarkt gegen andere tauschen. Achso, das ist so ein Marktsystem mit allen Spielern. Tausche deine Rohstoffe, kosten 300. Okay, gut. Das kann man jetzt nicht machen. Der Auktionator, der Import und Export. Hier werden täglich Items angeboten, die du mit Rohstoffen ersteigern kannst. Okay, das werden wir eh nicht können. Hier werden täglich Container mit unbekannten Inhalten gegen Rohstoffe verkauft. Das könnte man mal gucken, was das sein soll. Angebot des Tages. Preis. Ich gebe jetzt einfach mal hier 300 ein. Da komme ich auf die Gesamtsumme von. Ja, von gar nichts. Ach so, und da kann man dann halt hier irgendwas, ein normaler Container. Okay. Cool. Okay. Finde ich nett. Dann gehen wir mal weiter. Was haben wir noch hier? Den Schrotthändler. Der Schrotthändler nimmt gebrauchte Schiffe und Verteidigungsanlagen in Kauf. Achso, sowas haben wir natürlich noch nicht. Also gibt es jetzt. Das ist ja cool. Dieses ganze Fenster, was ihr hier seht, das gab es, als ich gespielt habe, noch nicht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Gut, was haben wir denn noch? Die Forschung natürlich. Das Wichtigste mit an dem Game hier. Da haben wir die Energietechnik, die Lasertechnik, die Ionentechnik, die Hyperraumtechnik, die Plasmatechnik, die Verbrennungstriebwerke, das Impulstriebwerk, der Hyperraumantrieb, der Spionagetechnik, die Computertechnik, die Astrophysik, die intergalaktische Forschungsnetzwerk, die Gravitationsforschung, die Waffentechnik, die Schildtechnik und die Raumschiffpanzerung. Ich kann mich noch gerne erinnern, also in diesem Menü war ich richtig gerne, hier habe ich richtig gerne ausgebaut, da war ich auch richtig weit vorne. Da stimmt, genau, ich habe damals auch Forschung gesetzt. Es gibt ja in dem Hikescores verschiedene Ranglisten. Ich gehe da mal kurz drauf. War das nicht so? Genau. Da gibt es hier die Forschungsrangliste. Und da war ich damals richtig weit oben, weil ich nur auf Forschung gesetzt habe alles. Genau, ja, so war das. Ah, ich erinnere mich wieder. Cool. Okay, gut. Dann. Also, wenn ihr das hier machen würdet, das kriegt man im Let's Play jetzt nicht hin und ich würde das Spiel auch nicht wieder anfangen. Deswegen, ich könnte ja jetzt so machen: Ich breche ab und dann in 5 Wochen irgendwann guck mal nochmal rein und dann zeige ich es euch. Aber das wäre erstens sinnlos, weil ich will das Let's Play heute noch raushauen. Let's Test. Und ja. Habe ich mir auch mal überlegt, so ein Let's Play von so einem Game zu machen, das ist echt sinnlos, weil dann. Du könntest ja nur noch wirklich nur ausgewählte Abschnitte zeigen und so einfügen. Weil wenn du das alles aufnimmst und hier, also ich glaube, das wäre echt krass. Dann müsstest du echt stundenlang reden können und es hätte wirklich kaum was mit dem Spiel zu tun. Naja, also, ich weiß ja nicht. Jetzt gehen wir mal zur Schiffswerft. Wenn wir dann unsere Schiffswerft hier bei Anlagen gebaut haben, können wir dann nämlich unsere Truppen bauen. Und da gibt es hier den leichten Jäger, den schweren Jäger, den Kreuzer, das Schlachtschiff, das ist dein Transporter, den großen Transporter, das Kolonieschiff, den Schlachtkreuzer, den Bomber, den Zerstörer, den Todesstern, den Recycler, den Spionage, die Spionagesonde und den Solarsatelliten. Kann ich mal kurz was sagen? Also die sind eigentlich so wie Bauern beim Schach, kann man sagen. Die hat man in Massen. Den da zu kriegen, da hat man dann auch einige von, aber es sind dann schon ein bisschen schwerer. Was ich gerne hatte, war einerseits der Kreuzer. Ich kann aber auf so ein Schiff draufklicken. Da steht ja nämlich. Tetchui war das, glaube ich. Oder? Irgendwo stand es da. Mal gucken. Tech Info, genau. Also hier stehen wir nochmal kurz. Moment, geht zurück. Los. Geht zurück. Na los, geht zurück. Hier sehen wir nochmal kurz, da braucht man richtig viel für das Schiff. Die sind auch schwer zu bekommen und kosten auch sehr viel. Und die Tech-Info
Na los, komm. Ich will nicht, dass es lädt. Ich will nicht, dass es lädt. Da sehen wir jetzt, in einem Kampf ist das Schlachtschiff schlecht gegen den Schlachtkreuzer und gegen den Todesstern, ist aber effektiv gegen diese Schiffe hier. Und hier steht dann immer noch so ein Text zu den einzelnen Schiffen. Genau. Strukturpunkte, Schütze. Das ist halt so das Schwächste von den großen Schiffen. Dann hat man hier halt noch das Schlachtschiff dann, das habe ich auch gerne gebaut. Den Schlachtkreuzer. Am geilsten fand ich den Zerstörer, der ist wirklich cool. Das Geile ist, diese fünf, die ihr hier seht, sind alle ungefähr gleich gut, aber jeder hat eine Schwäche gegen den anderen von denen. Also die sind sozusagen, man muss ein gutes Gleichgewicht von diesen fünf finden. Ich glaube aber, der Zerstörer ist, glaube ich, sogar schon besser als die anderen. Muss ich mal gucken, ich glaube, der Zerstörer zählt nicht mehr mit rein. Tech-Info? Ja, nee. Oder? Ja, genau, der Zerstörer zählt, glaube ich, der zählt da nicht mehr mit rein. Der ist schon besser als die vier, also die vier hier. Die vier sind gleich gut circa, könnte man ungefähr sagen. Und der ist dann schon eine Klasse höher, aber auch noch nicht unbedingt viel besser. Aber wenn ihr schon mal seht hier, wie viel der kostet. Und dann wie viel der Zerstörer kostet. Wenn wir zum Vergleich den hier nehmen. Der kostet, ja der gut, der kostet auch schon einiges. Aber der kostet hier glaube ich nicht mehr so viel von Deuterium. Genau, der kostet noch so Deuterium. Dann haben wir den hier. Der kostet auch schon einiges mehr. Der kostet auch schon noch mehr. Also ich fand eigentlich, dass die vier mal gleich gut sind. Und der ist halt ein Stück besser. Und den gibt es natürlich nur extrem selten. Wenn ihr guckt, das M steht für Millionen. 5 Millionen, 4 Millionen, 1 Million. Ich glaube, damals, als ich gespielt habe, gab es 11 Todessterne. Ich glaube, das kann man irgendwo sehen. Gehen wir mal auf High Scores. Ökonomie, Forschung, Militär, genau. Kann man beim Militär sehen. Militärpunkte gebaut, Militärpunkte zerstört, Militärpunkte verloren, Ehrenpunkte, Spieler, Allianz, Punkte. Ökonomie war das hier. Irgendwo konnte man es sehen. Schiffswerft, gehen wir nochmal drauf. Da stand drauf, wie viele Schiffe zurzeit im Universum vorhanden sind. Tech-Tree, kann ich mal gucken, ob es da steht. Technik. Gucken, was bei Technik steht. Schiffe, Raketen. Okay. Keine Ahnung, irgendwo stand das mal. Ich weiß nicht mehr, wo genau. Vielleicht finden wir es da noch. Gehen wir auf Verteidigung. Das ist jetzt die Verteidigung, die nur für den Planeten gilt. Und ihr seht schon, da gibt es hier einiges. Da haben wir einmal die Raketenwerfer. Das ist auch sowas wie Bauern. Also die sind wirklich schwach, die Dinger. Dann hat man da noch... Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, da hatte man dann bis in den Hund... da war der 100er Bereich von diesen Dingern nichts Unnormales. Ich glaube, die verbrauchen auch keinen Platz. Die Verteidigung kann man, glaube ich, unendlich ausbauen. Ich bin mir da nicht mehr ganz sicher. Ja, das leichte Lasergeschütz ebenfalls. Die beiden waren total billig. Kann ich euch mal die Preise zeigen hier. Der hier 1500, das ist ja gar nichts. Der hier nur 2000 davon. Die waren dann schon ein bisschen mehr. Da hast du dann nicht mehr so viele gehabt. Die Gaskanonen, weiß ich, habe ich noch ein paar gehabt. Die sind dann schon hier, wenn man sich die Preise anguckt, geht es natürlich ein bisschen nach oben. Die Ionengeschütze habe ich... glaube ich nicht so viele gehabt, weil ich die nicht so doll fand. Was haben wir hier? Verteidigungsanlagen. Plasmawerfer. Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, wie viel ich davon hatte. Bestimmt bei den Preisen, den ich mal an hatte, ich glaube ich für maximal 1, 2 davon. Die kleine Schildkuppel hatte ich, das weiß ich. Ich glaube, ich hatte sogar die große. Bin ich mir nicht sicher, aber die kleine hatte ich auf jeden Fall. Kosten pro Stück. Abfangraketen hatte ich ein paar, aber... Und was ist das hier? Die Interplanetare.
Da hatte ich 4, glaube ich. Habe ich aber nie benutzt. So weit bin ich nicht gekommen. Dann gehen wir mal weiter gleich. Der Flottenversand. Das hier ist jetzt nicht unbedingt erwähnenswert. Das ist halt sozusagen unser taktisches Menü, in dem wir unsere Flotten zusammenstellen, sie irgendwo hinschicken und irgendwelche Raubzüge machen. Das ist halt sozusagen die Kommandozentrale, wie wir auch hier oben sehen. Wo sitzen wir drinnen? Gehen wir mal in die Galaxie hinein. Und wir sehen schon, wir kommen, das haben wir gerade gesehen, hier ist gerade eins hochgegangen. 58, das heißt, wir kriegen jede Minute kriegen wir ungefähr ein Ding dazu. Das ist natürlich noch gar nichts am Anfang. Ja, hier, Planet, Kolonie, 43, 44, was ist das? Wie jetzt? Angreifen. Planet, Kolonie, Transport. Ich verstehe jetzt nicht ganz, was die Zahlen bedeuten. Also das bedeutet, dass der Planet jemanden gehört. Und das bedeutet das. Die gehören ja alle jemanden, die Planeten. Ich glaube, das soll bedeuten, dass der Typ ziemlich gut ist und dass wir aufpassen sollen, wie wir. Ich glaube, hier gab es so eine Warnung, wenn du jemanden angreifst, der ziemlich gut ist, dass du da lieber aufpassen sollst. Hier sieht man, hier gibt es verschiedene Galaxien, in jeder Galaxie gibt es auch noch Sonnensysteme. Anzeigen, was ist Anzeigen? Okay. Expedition können wir noch nicht machen. Ich gucke immer kurz auf die Versorgung drauf, wie das jetzt bei uns aussieht. Ja, kann man natürlich nichts mehr machen. Dann gehen wir mal hier auf die Allianz drauf. Hier können wir unsere eigene Allianz gründen. Machen wir jetzt mal nicht. Das ist jetzt nicht unbedingt notwendig. Brauchen wir nicht. Dann, Moment. Offizierscasino, genau. Das ist dann wieder ein Premium-Feature. Hier kann man sich zum Beispiel dunkle Materie kaufen. Die braucht man ja öfters mal. Oder mehr Informationen zu. Ich glaube, das da war der. Genau, das da war der Treibstoff. Und die dunkle Materie bekommt man zwar ab und zu im Spiel. Moment, ich setze mich mal kurz anders hin. Fertig. Bekommt man zwar ab und zu mal im Spiel, aber die ist dann für Spezialdinge sozusagen gebraucht. Moment, ich muss mal hier kurz. Jetzt kann ich euch das mal zeigen, was ich meinte, weil wir haben hier minus 36 und jetzt guck mal, jetzt gehe ich hier auf 50% runter und dann kriegt der hier 2 mehr dazu und dann gehe ich hier mal nochmal auf 0% runter, weil das brauchen wir erstmal gar nicht und dann sind wir bei minus 9, dann gehe ich hier nochmal auf 30% runter. Sind wir bei minus 7. Ach du Scheiße, wie soll ich denn da runtergehen? Auf minus 10%? Dann schalte ich das Ding halt aus, ey. Aber wir brauchen wir Eisen. Und wir sehen, wir bekommen jetzt hier wesentlich mehr. 64 kriegt man jetzt schon. Wir haben immer noch minus 3. Was haben wir gerade eben bekommen? Warte, ich guck nochmal, was wir gerade eben bekommen haben. 28, genau. Und jetzt kriegt man 64. Wenn wir das alles ausmachen. Und so muss man das halt sehen. Am Anfang brauchen wir das ja, weil das brauchen wir am Anfang eh nicht jetzt. Und die Kristallmine, wir haben genug Kristall, deswegen mache ich das jetzt einfach mal. Ach, und wir kriegen so eine Standard immer. Die 30, die wir kriegen, ist Standard. Das heißt, wir kriegen jetzt 94. Also alle dreiviertel Sekunde kriegen wir jetzt, dreiviertel Minute kriegen wir jetzt ein Ding. Also alle 45 Sekunden. Wenn ich das jetzt richtig gerechnet habe. Der Shop, da waren wir auch noch nicht drin. Ach, das ist natürlich jetzt alles für. Ja, gut, da brauchen wir uns nicht unbedingt angucken. Es lädt gerade sowieso nicht, warum auch immer. Lade, 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 lade. Lade doch schneller. Lade, 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 lade. Lade bitte schneller.
Metallbooster, das Booster, das Booster. Ja, genau. Es ist auch, das Spiel scheint auch ein bisschen mehr ins Geld zu gegangen zu sein. Aber das ist bei jedem Spiel irgendwann mal so. Und was ich nämlich euch noch nicht gezeigt habe, jetzt wollte ich mir zum Schluss aufheben, sind die Tutorials. Willkommen bei O-Game. Das könnt ihr euch jetzt selbst durchlesen. Das mache ich nicht. Beginnen wir einfach mal. Und wie ihr schon seht, haben wir hier das erste Tutorial, die Basisversorgung. Da sollen wir die Mineralmine, die Kristallmine und das Solarkraftwerk erstmal auf Stufe 4 und 2 bringen und kriegen dafür Belohnung. Lösungsweise gibt es natürlich auch. Ich hoffe, ja, die werden eingeblendet, sehr gut. Blub, geh mal weg. Und dann gibt es hier halt, man kann halt alle Tutorials machen, wie man möchte. Dann gibt es hier noch Planetenverteidigung, die Planetenversorgung. Da gibt's, Moment, gehen wir mal ganz zurück. Da seht ihr dann hier, werden die einfach noch mehr ausgebaut, noch höher und die Belohnungen werden auch immer größer. Da haben wir ja auch mehr wieder Lösungshinweise. Das erste Schiff. Informationsnetzwerke, Händler, Flottenaktion. Ne, komm, lad. Unendliche Weiten. Vergrößerung des Imperiums. Und. Ne, komm. Trümmerfeuer, genau. Und man muss sich nicht an die Reihenfolge der Tutorials halten. Man muss sie einfach nur alle schaffen oder kann sie alle schaffen und kriegt dann sein Zeug hier. Zum Beispiel kriegt man einen Raketenwerfer, wenn man das alles gebaut hat. Und ja, die sind echt ganz hilfreich am Anfang so ein bisschen so. Wir kriegen es leider nicht mehr hin, sonst hätte ich euch das jetzt das erste gleich mal gezeigt, dass man das dann geschenkt kriegt. Aber ist ja nicht so wild. Und mal kurz gucken, wie... Das wollte ich nicht. Das war jetzt ein aus Versehen. Na, okay. Okay. Hier zum Beispiel sieht man jetzt 5 von 188. Ich kann euch jetzt leider nicht alles zeigen. Das Tutorial geht auch jetzt schon. Wir können mal gucken. Das wollte ich nämlich eigentlich gerade... Es geht nur 32 Minuten, ne? Das ist ein bisschen kurz, ne? Ich sag ständig M, fällt mir auf. M. Ich kann euch leider nicht alles zeigen. Man kann hier noch klasse Kämpfe machen. Es gibt hier große Schlachten. Man kann Planeten einnehmen, andere. Die werden dann hier aufgelistet. Ich glaube, das hier oben wird dann alles zusammengezählt, je nachdem, wie viele Planeten man hat. Wächst das dann hier oben auch alles. Man kann mit den Features einiges bringen. Es gibt in diesem Spiel auf jeden Fall auch vieles zu erleben, vieles zu entdecken. Es ist langwierig, sehr langwierig, also man muss dann ja viel Zeit reinstecken, würde ich jetzt mal sagen. Was ist das? Patch Notes? Moment. Ach so, okay. Ah, cool, hier kann man sich die einzelnen Versionen angucken, was passiert ist. Okay. Also, hier die Patch Notes für den, die es interessiert. Na, hier gibt es noch mehr. Okay. Zurück. Genau. Ist auf jeden Fall kein schlechtes Game. Und ich würde sagen, wir machen gleich mal die Auswertung. Geht jetzt vielleicht nicht eine Stunde, wie ein normales Test gehen sollte, aber ich könnte euch jetzt noch 20 Minuten mit meinem Leben zu quatschen, aber das wäre vielleicht nicht ganz so intelligent. Und deshalb, grafisch-technisch, was soll man groß sagen, es gibt in diesem Let's Play nicht viel, was, in diesem Game gibt es nicht viel grafisch-technisch zu sehen, außer hier so ein paar Bilder, die immer so gezeigt werden, in den Kampfberichten, die man dann hier bei, wir können mal in die Einstellungen vorher, ja. Okay, gut, nee, doch nicht. Ja, hier diese Bilder halt, grafisch-technisch gibt es nicht allzu viel zu sehen. Nicht geht für diese Bilder, also das Highlight ist es nicht unbedingt. Es reicht vollkommen aus für ein Browser-Game, diese Grafik. Die Bilder sind eigentlich ganz nett. Normalerweise könnte man auch so ein pures Browser-Game machen ohne Bilder, aber das würde sich keiner anziehen. Also grafisch geht. Der Spielspaß ist auf jeden Fall, wenn man für Schlachten und Taktiken zu haben ist vorhanden.
Man muss auf jeden Fall viel Zeit reinstecken. Es ist natürlich auch wieder so ein Game, wo du am liebsten 24 Stunden online sein solltest, wenn du was erreichen willst. Aber muss man nicht. Reales Geld, finde ich, ist dieses Spiel noch nicht so verkommen. Ich kann mir jetzt nicht genau den Überblick machen, wie es jetzt im Kampf aussieht, wie sich das auswirkt. Diese Features, die man hier alle hat, die gab es ja schon früher, die fand ich nicht so schlimm. Finde ich nicht so schlecht. Ein bisschen Geld muss jedes Spiel verdienen, man soll es halt bloß nicht übertreiben, so wie Dark Orbit. Die Bekanntheit von diesem Game ist eher unbekannt. Es ist also nicht eines, das viele Menschen kennen. Ich bin durch Zufall durch meinen kleinen Bruder drauf gestoßen, der das mal entdeckt hat, angezockt hat und dann keinen Bock mehr hatte, mich eingeladen hat mit, und ich hab's dann gesuchtet. Wie halt jedes Spiel. Für wen ist es gut? Das habe ich ja schon gesagt. Einfach für Leute, die Weltraumspiele mögen, die Kriegsspiele mögen, die Taktikspiele mögen, die viel Zeit haben und die vor allem viel Geduld haben und mit Niederlagen umgehen können. Der Zeitaufwand in diesem Spiel habe ich ebenfalls schon gesagt. Ich nehme alles vorweg irgendwie, ne? Also, ich habe es damals so gemacht, ich bin 3-4 Mal am Tag reingegangen, immer so 10 bis 30 Minuten. Das hat vollkommen ausgereicht. Bei diesem Spiel, das war halt immer nur so ein Nebenspiel neben meinen anderen Spielen, die ich hatte. Und dass die Specials, ja, was gibt's bei diesem Spiel für Specials? Keine, die ich jetzt so. Ja, gut, man könnte jetzt als Specials die Texte sehen, wenn man jetzt auf die ganzen Schiffe klickt und so, dass man halt immer so Texte bekommt. Hier so. Moment, Tech-Info. Immer so ein paar kleine Texte hier, was die einzelnen Schiffe so, wie sie entstanden sind und bla bla bla. Dann kommt ein bisschen schneller. Es lädt, ich will nicht, dass es lädt. Ich bin ein bisschen nah am Mikro, ja. Komm, mach hinne. Alter, mach hinne. Will er nicht laden. Todesstern ist ihm zu gewaltig. Dann trinke ich mal kurz einen Schluck, während er lädt. Genau, da haben wir ihn. Sieht schon, man muss hier wirklich einiges erforschen für den Todesstern. Tech-Info. Mit seiner riesigen Gravitationskanone verbreitet der Todesstern Furcht und Schrecken in der gesamten Galaxie. Diese Kanone ist in der Lage, selbst große Schiffe wie Zerstörer oder sogar Monde mühelos zu vernichten. Die ungeheure Menge an Energie, die er dafür benötigt, wird durch Generatoren erzeugt, die für einen Großteil der Masse dieses beinahe mondgroßen Ungetüms sorgen. Seht ihr hier diese Ringe? Hier, das sollen die Generatoren darstellen. Und ihr seht schon, wenn ihr euch hier die Rapid Fire Credits anguckt, also der ist echt heftig gegen sämtliches, was existiert. Strukturpunkte 9 Millionen, Schildstärke. Also wenn du so ein mit so einem Ding in den Kampf ziehst, alleine würde ich es nicht machen. Den Todesstern alleine loszuschicken bedeutet meistens den Verlust von diesem Ding. Was bei den Preisen vielleicht nicht unbedingt das Genialste ist. Aber wenn du dazu noch ein paar Schlachtschiffe, Zerstörer und so mitschickt, dann ist der Todesstern und eure Flotte unbesiegbar schon fast. Was mich mal gerne interessieren würde, ein Kampf mit zwei Todessternen. Jeder hat seinen eigenen Todesstern. Das wäre vielleicht ein heftiger Kampf, aber mal schauen. Gut, das war's mit diesem letzten Test, würde ich sagen. Hier oben sieht man auch schon wieder die Zeit, ins Datum angezeigt wird. Wir haben heute übrigens den 11.11.2012. Nicht wie letztes Jahr, den 11.11. Es ist 0.11 um 11.11 Uhr. Aber heute ist 11.11. Faschingsbeginn. Ihr seht, wann ich aufnehme. Ihr seht, wann es nachher rauskommt. Könnt ihr ja gucken, ob ich schnell war. Gut, okay. Ich würde sagen, das war's mit diesem Let's Test wieder. Let's Test 4 ist vorbei. O-Game, gute Statistiken. Ich würde sagen, alles in allem bekommt dieses Game 8 von 10 Punkten. Bei diesen Punkten nochmal, weil ich darauf angesprochen wurde, diese Bewertung, die ich gebe, ist meine persönliche Bewertung, wie ich das Spiel sehe. Jeder sieht das Spiel anders, jeder spielt gerne andere Spiele. Es ist mein Tipp. Das Spiel ist ziemlich gut, finde ich.
meine Bewertung ist auch ziemlich gut für das Spiel halt. Ihr könnt reingucken, wenn es euch nicht gefällt, dann legt eure eigene Bewertung fest, macht eure eigenen Let's Tests dazu, das ist alles kein Problem. Habe ich da eigentlich jetzt Play AI reingeschrieben? Das ist ja eigentlich ein Let's Test, ne? Naja. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!